Das aus meiner Sicht heute wichtigste Thema an den Märkten ist der Dollar, denn der ist unter Druck von gleich zwei Seiten. Erstens durch die ziemlich schwachen Konjunkturdaten aus den USA zuletzt und vor allem dann eben geringere Inflation als erwartet. Heute die Erzeugerpreise deutlich niedriger als erwartet. Also geht man davon aus, wenn die Inflation nachlässt, dann wird die Fed ja schon die Zinsen senken. Das schwächt den Dollar einerseits und auf der anderen Seite kommt der Druck letztlich durch eine Abkehr von vielen Ländern, die sagen, okay, wir haben keine Lust mehr auf die Dominanz des Dollars, der ja bisher geradezu eine Hegemoniestellung innerhalb der Währungen innehatte. Und die Frage ist, kann das gelingen? Wird der Dollar praktisch abgelöst? Ist der Dollar am Ende? Werden die Attacken auf die Dominanz des Dollars funktionieren? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Heute war es Lula, der ganz klar gesagt hat, ich wache jede Nacht auf und frage mich, muss es denn sein, dass wir, wenn wir Handel mit anderen Ländern treiben, dass das immer in Dollar gesettelt werden muss? Lula war ja jetzt in Peking, ebenso wie Madame Baerbock, die wahrscheinlich hier nur eine Nebenrolle spielt. Lula fordert also ganz konkret auf, die Dominanz des Dollars zu beenden. Scholz hatte ja Lula besucht und war überrascht, dass der nicht irgendwie in Sachen Ukraine Partei ergreifen wollte. Überraschend, dass Scholz da überrascht war. Also auch Brasilien, das wichtigste und größte Land Südamerikas, ist nicht in dieser Allianz des Westens. Saudi-Arabien sowieso nicht mehr, aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal an, wie hier die Chinesen in der Global Times die Sache sehen. Da feiert man das Ende der Hegemonie des US-Dollars. China und Brasilien, Strike Deal. To ditch dollar for trade, also die wollen dann in Yuan wahrscheinlich handeln. Frankreich hat jetzt kürzlich LNG-Lieferungen im Handel mit China akzeptiert in Yuan. Also auch hier die Franzosen, die sich ja auch so ein bisschen gegen die Amerikaner positionieren, wie es Macron jetzt kürzlich gesagt hat. Russland sowieso auf der Seite Chinas. Der Yuan ist inzwischen in Russland die wichtigste Fremdwährung. Das Dollarvolumen geht zurück, weil schlichtweg da keine Dollars mehr zu bekommen sind. Und Saudi-Arabien überlegt, Yuan für Chinese Oil Sales zu akzeptieren. Also man verkauft sein Öl und würde dann von den Chinesen Yuan und keinen Dollar bekommen. Und Saudi-Arabien hat sich jetzt auch als wirklich wichtiges Land wegpositioniert von den USA. Und es war ja die Geburtsstunde der Dominanz des Dollars, als praktisch diese Allianz zwischen den USA und Saudi-Arabien geschlossen wurde. Der Deal lautete, alles wird nur noch in Dollar abgerechnet, Öl wird nur noch in Dollar abgerechnet. Dafür schützen wir euch, dafür liefern wir euch Waffen und machen euch zu einer Supermacht im Nahen Osten. Diese Allianz scheint jetzt aufgekündigt. Jetzt hat sich Saudi-Arabien auch Iran angenähert unter Vermittlung von China. Das ist also eine ganz klar gegen die Amerikaner gerichtete Frontstellung, könnte man sagen. Jetzt haben die Amerikaner sicherlich viele Probleme, auch die Gesellschaft in den USA hat Probleme, aber wenn man sich die Länder mal anschaut, China, Iran, Saudi-Arabien, möchte man da gerne unbedingt leben? Nicht so wirklich. Das ist nicht der Fall. Dagegen Südamerikaner, Mexikaner, sie alle wollen in die USA, Afrikaner, sie alle wollen nach Europa, also in Gesellschaften, die einigermaßen offen und frei sind, die alle ihre Probleme haben, gar keine Frage, aber es ist eben keine autoritär-totalitäre Situation wie letztendlich in diesen drei Ländern. Also das ist zumindest noch ein Pluspunkt für die Amerikaner. Der American Way of Life, die Freiheiten, die man da noch genießen kann, der steigende Goldpreis, Gold ja zuletzt über 2000 Dollar gestiegen, als Misstrauensvotum gegenüber dem Dollar, so hat es Thorsten Polleit kürzlich in der Wirtschaftswoche formuliert. Die Shanghai Cooperation Organization, SCO, hier wollen eben deren Mitglieder Transaktionen in anderen Währungen abwickeln und es sind vor allem die BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die sogar überlegen, eine eigene Währung oder eine Währungsunion auf die Beine zu stellen. Aber da gibt es sehr, sehr viele Hindernisse, denn dass der Dollar als Reservewährung funktioniert, ist kein Zufall. Schauen wir uns mal kurz seine Dominanz an, wie sie sich derzeit darstellt. Hier zum Beispiel OTC, also Over-the-Counter,
Foreign Exchange Turnover, also das, was im Devisenhandel wirklich bewegt wird, die Dominanz des Dollars ungebrochen. Euro und Yen vielleicht spielen noch eine Rolle, aber der Dollar hat hier alles weit, weit abgehängt. Auch wenn wir uns mal schauen, die globalen Währungsreserven unten in dieser Grafik, dann sehen wir hier auch eine absolute Dominanz des Dollars nach wie vor, wenngleich die leicht rückläufig ist. Hier sehen wir das links oben in dieser Grafik. Da waren wir schon mal bei 2/3, 66% noch vor ein paar Jahren. Jetzt sind wir etwa so bei 61%, ist also leicht zurückgegangen. Unten in der grünen Grafik sehen Sie dagegen, dass zwar jetzt in den letzten Jahren das zurückgegangen ist, wir waren aber schon deutlich tiefer in den 80er Jahren. Dann kam der Aufstieg, jetzt so ein langsames nach unten Driften. Das liegt natürlich auch daran, dass der Anteil der Amerikaner, der Anteil der USA am globalen BIP abgenommen hat. Der war in den 80er Jahren sogar noch über 20%. Jetzt sind wir bei um und bei 15%. Und das spielt dann auch in die Aktienmärkte rein. Wenn Sie sich mal den MSCI World anschauen, dann ist der über 60% praktisch US-Aktien. Und das bei einem Land, das etwa nur 15% der des weltweiten BIPs letztendlich kreiert. Schauen wir uns hier nochmal diese Reservewährungen an. Da gibt es im Grunde den Dollar und dann noch den Euro. Alles andere ist dann schon ziemlich abgehängt. Der Renminbi oder der Yuan 2,76%, der Dollar 60%, der Yen auch jetzt nicht gerade ein Riesenanteil, immerhin 5%, Pfund 4%. Also der Dollar ist nach wie vor wirklich die ganz große Nummer. Und die Frage ist, ob das wirklich sich ändern wird. Hier sehen wir mal unten in der Grafik, wie es ausschaut, wo wird mit Dollar bezahlt, wie stark ist der Anteil am Handel des Dollars in Amerika sowieso, ganz klar. In Europa relativ gering, nicht mal ein Viertel. Klar, da hat man eine eigene Währung, aber Asien, Pazifik auch noch 75%, also absolut dominant. Im Rest der Welt, Afrika etc., 79%. Und hier ein Artikel in einem amerikanischen Medium. Es gibt drei Gründe, warum der Dollar gegenüber anderen Währungen seine dominante Stellung nicht verlieren wird. Erstens, die Welt hat Vertrauen in die USA und deswegen in den Dollar. Darüber kann man zumindest diskutieren. Der Dollar ist nach wie vor dominant in Handel und internationalen Finanzen. Das stimmt auf jeden Fall. Und vor allem haben die Amerikaner eben ein Handelsbilanzdefizit. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, die produzieren Waren und verkaufen sie in die USA und die USA zahlen dafür in Dollar. Mit ihnen importieren die Amerikaner also Waren und exportieren den Dollar. Das könnte das Geschäftsmodell sein, letztendlich, oder ist das Geschäftsmodell gewesen. Letztendlich haben ja vor allem die Ausländer dieses Handelsbilanzdefizit letztendlich finanziert. Sie haben die Schulden der Amerikaner gekauft, deswegen konnten die auch so wunderbar Schulden machen, weil immer wieder eben viele bereit waren, diese Schulden in Form von etwa Staatsanleihen zu kaufen. Und wenn wir jetzt zu dem Marktgeschehen kommen heute, dann sehen wir eben die Erzeugerpreise rückläufig, PPI 0,5% gefallen sogar, erwartet 0,0 oder 0,1% plus, also deutlich unter der Erwartung. Wir sehen, die Erzeugerpreise fallen also ganz deutlich. Das lag allerdings vorwiegend am gefallenen Benzinpreis. Das waren ja die Daten aus dem März. Jetzt wissen wir, durch die OPEC-Plus-Geschichte, die die Förderkürzung gemacht hat, ist der Ölpreis wieder gestiegen. Das heißt, dieser Faktor wird bei den nächsten Zahlen wohl nicht mehr nach unten drücken, sondern tendenziell wieder nach oben drücken. Sven Hendrik formuliert hier, ja, was passiert, wenn die Leute realisieren, warum die Inflation nach unten kommt? Eben weil wahrscheinlich die Wirtschaft sich deutlich abkühlt. Und hier sehen wir mal diesen Zusammenhang zwischen Inflation und Geldmenge. Die Geldmenge ist massiv gefallen und das dürfte früher oder später auch letztendlich dann für die Inflation gelten. Zumindest jetzt in einer Welle wieder nach unten. Erst die Welle nach oben, dann die Welle nach unten, dann möglicherweise Zinssenkungen durch die Fed, dann die Inflation wieder nach oben. Das dürfte das Spiel sein. Aber es ist eben wahrscheinlich so, dass das dominante Thema bald nicht mehr Inflation ist, sondern eben Rezession. Das dürfte dann das neue Ding werden. Schauen wir uns den Dollar-Index mal an, also diesen Währungskorb, in dem der Euro mit 54% am stärksten gewichtet ist. Wie Sven Hendrik hier zeigt, an einer sehr, sehr wichtigen Unterstützung jetzt. Wird die gebrochen oder eben nicht?
Das ist die Frage, dass der Euro aufwertet, ist auch dadurch bedingt, dass nicht nur die Verbraucherpreise in den USA einen Ticken niedriger waren, jetzt auch die Erzeugerpreise, sondern weil die EZB immer wieder klar macht, hört mal, wir werden die Zinsen weiter anheben. Die Diskussion schwankt so ein bisschen. Manche Südländervertreter sagen, okay, gar nicht mehr Zinsen anheben. Andere sagen, ja, 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte, das ist offenkundig die Diskussion. Und dann kommt Villeroy, der einflussreiche Franzose, und sagt, ja, das meiste ist schon hinter uns. Na klar, wir sind bei 3,5%, nicht zu erwarten, dass die EZB auf 7% die Zinsen anhebt, aber die Fed hat eben die Zinsen bisher deutlich stärker angehoben auf jetzt 4,75 bis 5%. Und hier sehen wir mal, dass jedes Mal, wenn die Inflation über 5% gestiegen war und die Fed dann die Zinsen anhebt, dann die Folge eine Rezession war. Diese Rezession kündigt sich auf so vielen Bereichen an. Wir hatten heute auch die Erstanträge und die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier sehen wir schon etwa die Continuing Claims sind schon auf einem Niveau, wo normalerweise eine Rezession wirklich beginnt. Wir sehen, dass immer mehr Firmen jetzt planen bei Umfragen, die sagen, wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit Arbeitnehmer entlassen. Und hier sehen wir vor allem dann den Grund für die absehbare Rezession, das ist die Kreditvergabe. Janet Yellen hat ja kürzlich gesagt, boah, ich sehe nicht, dass die rückläufig ist, aber die Daten geben ist ganz klar hier, hier mal aufgeschlüsselt. Die verschiedenen Kreditarten, Commercial Real Estate, Commercial Industrial und so weiter, Residential Real Estate, Consumer Loans, all diese Geschichten tendieren ganz klar nach unten, vor allem seit der Pleite der Silicon Valley Bank und dem dadurch bedingten Bankenstress. Und das wird sich dann auch im Konsum niederschlagen. Morgen haben wir wichtige Daten aus den USA, nämlich die US-Einzelhandelsumsätze. Die könnten ziemlich hässlich werden, wie die Bank of America prognostiziert, die ja über Kreditkartendaten der Amerikaner verfügt. Das könnte also ziemlich schwierig werden und die Aktienmärkte fokussieren sich weiter zunächst mal auf das Thema, wow, die Fed wird irgendwann die Zinsen senken, blenden aber den Grund für die für die absehbare und vielleicht kommende Zinssenkung aus, nämlich dieser wirtschaftliche Abschwung, der in eine Rezession mündet. Nach wie vor sind wir nicht günstig. Ich hatte kürzlich gezeigt, dass viele, viele Aktien so teuer sind wie noch nie in Sachen Marktkapitalisierung zu dem, was sie an Umsätzen erlösen. Hier die Rule of 20, die kombiniert praktisch das Price-Earnings-Ratio des S&P 500 mit dem CPI, also mit der Inflation, mit der Jahresinflation. Nach wie vor würde das auf eine Überbewertung deuten. Nach wie vor sehen wir eigentlich eine Schwäche des Gesamtmarktes und heute wieder das Spiel, dass man die großen Tech-Aktien kauft, eine Apple, eine Amazon, wie sie alle heißen. Hier sehen wir mal die Aktien, die ihre ein 52-Wochen-Hoch erreicht haben, geht immer weiter zurück, obwohl die Märkte ja jetzt nicht wirklich gefallen sind. Wir sind, als wir gestern die Inflationsdaten hatten, beim S&P auf 4.150 gestiegen, dann sind wir zurückgefallen unter die Unterstützung 4.100. Die hat man dann wieder sich geholt. Jetzt sind wir so mittendrin wieder, so 4.125, also es ist denn nach wie vor nicht klar, wohin dieser Markt will. Zumindest zeigt er uns das noch nicht. Aber was wir heute sehen, das sind die fünf Large Tech Names, nämlich Apple, Microsoft, Google, Meta, Amazon, die die Märkte nach oben ziehen, die wieder mal verantwortlich sind für die Anstiege, vor allem im Nasdaq. Da wollte ich diese Grafik noch zeigen und das war ja hier letztendlich auch der Grund, warum die Indizes insgesamt gestiegen sind. Schauen Sie mal, Apple 25, Nvidia, Google, Meta, das waren die Treiber. Heute wieder also praktisch nach ein paar Tagen der Schwäche dieser Rückfall. Aber die großen Tech-Aktien in den USA, die zeigen in den Indikatoren negative Divergenzen. Das Spiel wird nicht mehr lange funktionieren. Wird Brasilien mit verantwortlich sein für das Ende der Dominanz des Dollars? Hier mal, was Lula in China gesagt hat, das ist schon eine ziemlich harte Attacke. Erste Empfehlung, das ist ja letztendlich für uns alle wichtig, der Westen wahrscheinlich absteigend, aber so schnell wird es nicht gehen. Erste Empfehlung, wie gesagt. Zweite Empfehlung ist Zinsen, Inflation, Immobilien, Schulden. Das ist ein Video mit einem Interviewpartner, den ich bisher nicht kannte, aber der so substanziell spricht, wie ich selten jemand habe sprechen hören. Zweite Empfehlung, und mal gucken, ob ich die dritte noch habe. Ja, da ist sie. Nämlich die Währungsunion. Ist das wirklich eine Gefahr für die Dollar-Dominanz? Hier argumentiert mein Kollege Doye Enosson.
Nein, ist es nicht, denn schaut euch die Länder an, die diese Währungsunion gegen den Dollar schließen wollen. Die haben Kapitalverkehrskontrollen, die haben ganz andere Probleme, die eben letztendlich es verhindern, dass hier wirklich eine erfolgreiche Alternative zum Dollar entstehen könnte. Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.